es nicht mit dem Fuß geht, dann halt mit dem Kopf. Wichtig ist, dass der Ball drin ist, aber es bringt jetzt auch nichts, weil wir haben verloren und hätten es ruhiger spielen müssen. Wir haben angefangen, schon ab der 60. fast nur noch mehr lange Bälle zu spielen. Und ja, ich meine, da ist ein Markreiter und ich weiß auch nicht, wie der andere heißt, die dann die Bälle klären und dann ist es halt schwierig für uns. Ich denke, wir hätten das flach lösen müssen. Ja, wenn du 3 Kisten kriegst in Nürnberg, dann wird es halt schwierig, dass du gewinnst. Wir können mitnehmen, dass wir gegen jeden Gegner mithalten können, aber wenn uns so einfache Fehler passieren wie in der ersten Halbzeit, dann ist es halt schwierig, mit so herben Rückschlägen dann wieder ins Spiel zurückzufinden. Ich denke, das haben wir heute relativ gut gemacht. Am Ende hat es halt nicht gereicht. Ich fand, wir waren bis dahin ganz gut im Spiel. Wir hatten zwar nicht so viele Spielanteile, doch haben wir unseren Plan soweit verfolgt. Wir standen relativ kompakt, kamen dann durch Johnny mit dem Sensationstor 1-0 in Führung. Und leider haben wir es dann nicht geschafft, über längere Zeit dann die 0 auch zu halten, sondern sind mit dem Fehler zum 1-1. Und daraufhin habe ich dann die zweiten Fehler direkt hintereinander gemacht. Und so haben wir das Spiel innerhalb von 5 Minuten aus der Hand gegeben. Mit dieser Drucksituation, wie geht man damit um? Ist brutal schwer. Erstmal in dem ersten Moment muss man das erstmal natürlich verkraften. Vor allem für mich jetzt, der jetzt nicht so viele Zweitligaspiele hat, wie vielleicht manche andere. Aber auch dann geht es noch weiter. Ne? Das Spiel ist immer noch 90 Minuten und man muss versuchen, irgendwie den Fehler irgendwie vom Kopf her abzuschütteln. Und muss dann einfach versuchen weiterzumachen. Ne? Man darf sich da nicht zu sehr beeinflussen lassen und muss versuchen, immer noch positiv an ihre Sache ranzugehen. Wir haben innerhalb des Spiels schon gewechselt, dass ich auf die 6 gehe. Da kann ich der Mannschaft aber allerdings nicht so weiterhelfen. Ich war brutal motiviert. Ich habe mich richtig auf meinen Einsatz gefreut. Deshalb tut es mir für die Mannschaft leid, dass ich dann so 2 Fehler gemacht habe. Vieles ist natürlich auch verletzungsbedingt gewesen. Deshalb haben wir auch viel rotiert. Klar, natürlich ist es eine gewisse, fehlt dann ein bisschen die Lockerheit, wenn man dann zum Einsatz kommt, aber ich glaube, daran lag es nicht und ich glaube, dafür müssen wir auch Profi genug sein, um dann auf dem Punkt auch da zu sein.